Hallo, liebe Freunde der Apsenchronik. Es geht heute wieder um eine Folge aus dem Leben von Johann August von Hagen. Der ist Vorfahre der Familie Apsen. Und wir haben in dem Haus in Kassel, haben wir hier unter anderem diese Erinnerungen von Hagen gefunden. Das heißt, das ist die Abschrift von einem Sohn aus dem Original. Der Michael Steinmetz, der neben mir sitzt, der hat das aufgearbeitet, der ist Historiker. Und er kann vielleicht erstmal zusammenfassen, was wir schon berichtet haben, damit man sich so ein bisschen einarbeiten kann. Ja, hallo erstmal. Wir hatten uns in den letzten Wochen vornehmlich mit Hagens Reisen auseinandergesetzt, nämlich eigentlich zuerst mit seiner Reise von seiner Heimatstadt Dresden, beziehungsweise seiner Schulstadt Dresden, der kommt ja aus Pirnau. Von Dresden reist er dann also über Berlin, Königsberg und so weiter nach Tallinn auf das Gut von dem Theaterdichter August von Kotzebue, wo er 6 Wochen braucht. Genau, braucht 6 Wochen. Das ist eine Entfernung von etwa 1300 Kilometern. Das ist aus heutiger Sicht eine recht lange Zeit. Damals vermutlich gar nicht so ungewöhnlich, weil er hat viele Zwischenstopps und die Straßen sind natürlich bei weitem nicht so ausgebaut wie heute. Und bei diesem Theaterdichter ist er dann eben als Lehrer für Musik und diverse andere Wissenschaften angestellt, bleibt da 3 Jahre. Und als dann eben der Russlandfeldzug Napoleons beginnt, verliert er diese Anstellung, weil dieser Kotzebue, der ist ein sehr, sehr entschiedener und auch sehr polemischer Gegner von Napoleon und der flieht dann in Panik vor den heran und nahen napoleonischen Truppen. Ja, man muss dazu sagen, der Kotzebue war ja ein sehr bekannter Mensch. Ich habe gelesen, dass Goethe sogar von ihm Stücke in Weimar gespielt hat. Und wenn der im Prinzip gegen Napoleon polemisiert hat, da war natürlich eine große Gefahr da, dass der sich revanchiert, ne, für die Lästereien, die er vielleicht abgelassen hat. Und wie ich hinterher gehört habe, wurde ja 1819 der Kotzebue auch in Mannheim von einem Studenten, der gegen ihn war, weil er war ja wohl auf Seiten Metternichs, der Kotzebue, wurde er ja dolcht. Ne? Ja, der war wohl ein eher restauratorischer oder reaktionärer Besitzstandwahrender Mensch und wurde dann halt erdolcht. Er war auch generell wohl ein recht schillernde Gestalt. Also er hatte dieses Gut ja auch bekommen, weil er von auf seiner Flucht vor Napoleon nach Russland, ich glaube um 1809 oder irgendwas rum, ist er von den russischen Behörden für einen Jakobiner gehalten worden und versehentlich nach Sibirien verbannt worden. Also Entschädigung. Und hat das dann als Entschädigung bekommen. Allerdings auch, weil er dem russischen Zaren ein Theaterstück geschrieben hat, was dem wohl sehr geschmeichelt hat. Also er konnte sich wohl auch ganz gut in Szene setzen, sagen wir es mal so. Jedenfalls, also als dann dieser Kotzebue flieht, verliert natürlich auch der Hagen seine Anstellung, weil wenn der Dienstherr das gut verkauft, dann kann er als Angestellter nicht mehr da bleiben. Und Hagen geht dann selber, um eben in Kriegshandlungen auszuweichen, nach Wadenmeu, das heutige Wadenmeusa, das ist da auch in dem Großraum Tallinn im Kreis Rapla, nicht ganz weit weg von der Ostsee. Und scheint dort dann eine Zeit lang bei einem gewissen Baron von Fersen, auf dessen Gut in Sipa, also da in oder bei Wadenmeu, gewohnt zu haben. Und da scheint er auch nach dem Rückzug der Franzosen noch eine Zeit lang gewohnt zu haben. Jedenfalls kommt er dort dann in Kontakt mit dem Landrat von Brevern aus Kiel. Und nachdem die sich so ein bisschen kennengelernt haben, fragt der ihn, naja, Sie haben ja schon mal eine größere Reise gemacht, könnten Sie sich vorstellen, mit meinem Sohn als Mentor für eine etwa anderthalbjährige Reise nach Karlsbad zu gehen? Und Hagen. Also eine Art Coach, würde man heute sagen. So Coach. Für den Youngster, der noch nicht so ganz fit war beim Weltreisen. Genau, der war wohl auch gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt, der junge Brevan. Also er wird bei Hagen wird er als halbtaub beschrieben in einem kurzen Steckbrief, den man, ich glaube, auf der Homepage von der deutsch-baltischen Gesellschaft wird er als komplett taub beschrieben. Also er scheint auch einfach einen Reisebegleiter gebraucht zu haben, weil das ist natürlich ein Problem, als tauber Mensch damals durch die Welt zu marschieren. Und Hagen ist dann auch bereit, das zu machen, aber er hat irgendwie aus seiner vorherigen Reise von Dresden nach Gut Schwarzen einiges gelernt, nämlich sagt er, naja, ich komme mit, aber ich möchte dieselben Konditionen wie von Kotzebue haben. Und das waren sehr, sehr großzügige Konditionen, nämlich freie Reise. Also er hatte selber keine Kosten zu bezahlen und das Gehalt möchte ich auch vom ersten Tag an der Reise.
Und Gehaltsverhandlung war ja früher wichtig und ist heute auch wichtig. Ja, muss man das Beste für sich rausholen. Genau. Ja. Und der alte Brewer oder der Landrat von Brewer, der willigt dann auch ein und dann liegt es eigentlich an Hagen, die Reise zu organisieren. Das muss der erste Schritt natürlich sein, wie wir auch letzte Woche schon mal gesagt haben, um eben von einem Territorium ins andere zu kommen, brauche ich Pässe. Und bittet er dann zunächst den zuständigen estnischen Gouverneur. Das ist vermutlich einer aus der Bremer Familie Yüksküll. Das ist ein Bremer Adelsgeschlecht, die vor allem im baltischen Raum große Besitzungen hatten. Und der eben zu diesem Zeitpunkt der zuständige Gouverneur war. Und der willigt dann auch, der bzw. seine Bediensteten werden dann auch angewiesen, sich darum zu kümmern. Und dann dauert es und dauert es und dauert es. Und wir hatten ja letzte Woche auch gesagt, das kann eben dauern. Weil das natürlich von verschiedenen Aspekten abhängt, ein bisschen auch das Wohlwollen. Ist ja heute noch so bei den Behörden, die spuren ja auch nicht mehr so vor. Ja, ein Papier ist ja auch geduldig. Genehmigungen brauchen seine Zeit, auch der Berliner Flughafen. Genau, ja, der braucht ein bisschen sehr lange. Warum soll das früher anders gewesen sein? Eben. Und ja, wenn es erstmal auf dem Stapel liegt, ne, dann liegt es. Und da liegt es dann auch erstmal gut. Und jedenfalls, sie warten dann erstmal 6 Wochen, was echt ziemlich lange ist. Und dann fragt der Hagen eben mal nach bei dem Gouverneur. Und der sagt dann, naja, ist jetzt gerade Zwischenkriegszeit und fragt doch am besten in Petersburg direkt nach. Und dann begibt sich eben Hagen offenbar mit Brewern zusammen nach Petersburg. Also im russischen Zahnreich können sie sich offenbar einigermaßen frei bewegen, zumindest bis nach Petersburg. Ja, das sind 400-500 Kilometer, schätze ich. Das heißt, das wird auch noch mal eine Zeit lang in Anspruch genommen haben. Und in Petersburg angekommen, da wendet er sich dann sehr, sehr direkt an den deutsch-baltischen Admiral Krusenstern, um nachzufragen, ob der ihm eben bei den Pässen weiterhelfen könnte. Ja, der Krusenstern ist ja sehr bekannt. Ich als Geophysiker habe ja davon auch gehört, gibt es ja wohl auch Orte, die nach ihm benannt sind, auch eine Reise, kann man ja auch heute noch nachlesen. Und so wie ich das verstanden habe, war Kotzebues Sohn Otto, der war ja Leutnant oder Leiter eines Schiffes, ne? Kapitän könnte man auch sagen, auf dem der Krusenstern auch gefahren ist. Und das heißt, der Hagen hatte ja dann eben vielleicht durch diese Kontakte auch Beziehungen, um das so ein bisschen zu beschleunigen. Ja, das ist, denke ich, sehr gut vorstellbar. Also der Krusenstern ist ja selber, wie ich eben gesagt habe, schon Deutsch-Balt und er kommt auch aus dem Kreis Rappla, also diesem Großraum, wo sich eben Kotzebue. Die kannten sich und hatten Beziehungen. Wo sich Kotzebue und auch Hagen bewegt haben. Und eine Bekanntschaft Hagens, zumindest über Kotzebue, ist vorstellbar. Und dass der ihm vielleicht auch mal gesagt hat, wenn du mal in Petersburg einen Behördengang hast, mein Sohn ist mit dem ganz gut bekannt, frag dir mal, das sind ja auch Netzwerke, die sich dann. Genau, also warum soll das erst seit Facebook gehen? Eben, also ich glaube, Netzwerken ist eins der ersten Dinge, genau, die Menschen machen, wenn sie irgendwo auf andere Leute treffen, gerade wenn sie dann auch aus einem ähnlichen Sprachraum kommen. Ne? Ja, letztendlich rückversichern. Genau. Und da denke ich, dass so eine Verbindung gut möglich ist. Allerdings ist dann Hagen doch relativ schnell sehr ernüchtert, weil selbst die Bemühungen von diesem Krusenstern, der diese zusammen mit Kotzebues Sohn diese erste russische Weltumsegelung gemacht hat und eigentlich in Russland auch in Ehren stand, selbst dessen Bemühungen bringen erstmal nicht viel, weil sie müssen erstmal nochmal 2 Wochen warten. Und da fragt dann eben Hagen nochmal bei Krusenstern nach, kann ich jetzt selber was machen, kann ich in der zuständigen Kanzlei auftreten und mich vielleicht ein bisschen dankbar zeigen, also ich unterstelle da jetzt mal einen kleinen Bestechungsversuch, den er da vielleicht geplant hat, und weil der Drehwein zahlt, ja. Wer gut schmiert, der gut fährt, ne? Genau. Nach Karlsbad. Genau. Und der Krusenstern, der sagt dann aber, nee, ich frage nochmal bei dem zuständigen Minister nach, also er geht nochmal eine Instanz höher und will eben um eine schnelle Beförderung bitten. Und das dauert dann aber nochmal erneut 14 Tage. Also jetzt warten Hagen und Brewern schon insgesamt 10 Wochen. Und da geht er dann halt eigentlich auch so ein bisschen gegen den Rat oder gegen den Willen von dem Krusenstern in die zuständige Kanzlei und schildert seinen Fall und sagt, Leute, könnt ihr das nicht ein bisschen beschleunigen, wird dann aber doch sehr harsch abgewiesen, na, halten Sie mal die Füße still, wir machen schon unsere Arbeit. Und dann muss er halt nochmal 2 Wochen warten. Und
diese 12 Wochen, die kommen einem natürlich jetzt aus heutiger Sicht sehr, sehr lang vor, aber es ist halt auch eine Zwischenkriegsphase. Ja, klar, ich meine, da hatten die Behörden vielleicht auch anderes zu tun, als da ein paar reiselustige Balten schnell zu bedienen. Eben, also ich denke, da werden wahrscheinlich militärische Belange erstmal eine größere Bedeutung gehabt zu haben, als so eine, so eine Lustreise. Mhm. Jedenfalls, als sie dann endlich ihre Pässe haben, taucht dann nochmal so ein Element auf, was wir auch letzte Woche hatten, nämlich, dass sie eine feste Reisebeschreibung oder eine feste Reiseroute bekommen. Die bekommen sie dann von Krusenstern mit, ich vermute, einer Empfehlung an diesen Professor Vater in Königsberg und eine weitere bekannte Person, die sie in Petersburg kennenlernen, nämlich ein weiterer Begleiter Krusensteins auf seiner Weltumsegelung, nämlich Thelesius von Thielenau. Der gibt ihnen dann auch nochmal eine Reisebeschreibung oder Empfehlung mit an eine andere hochgestellte Person in Königsberg, nämlich den Generalsuperintendenten Rosemüller, die da offenbar großen Einfluss auf die preußischen Behörden haben. Und sie beginnen dann ihre Reise und auch da sieht man wieder, dass es eine absolute Zwischenkriegsphase ist, weil Hagen sagt dann, okay, wir kommen hier kaum voran, die Pferde sind alle ermattet, wir kriegen eigentlich auch kaum wirklich frische Pferde und auch die Postillone, die sind von den ganzen Meldebewegungen, die sie ausführen müssen, noch sehr, sehr ermattet und gleichzeitig müssen sie auch ständig auf der Hut sein, dass sie nicht von irgendwelchen versprengten französisch- oder rheinbunddeutschen Truppen oder anderen, er sagt, Vagabunden überfallen werden und kommen dann in Königsberg doch sehr, sehr erschöpft und auch sehr glücklich an, dass sie dann in der größeren Festungsstadt sind. Ja, wenn diese Soldaten, die da bei den Schlachten, auch beim Russlandfeldzug zurückgeblieben sind, die hatten ja keine soziale Absicherung, ne? Die mussten sich ja praktisch nehmen, was sie kriegten. Ne? Und wenn sie da eine Postkutsche vorbeifahren sahen, dann war das ja letztendlich ein gefundenes Fressen, sich die Taschen zu füllen, damit man also vielleicht die nächsten Kilometer des Heimweges oder auch nur den nächsten Tag überleben konnte, weil man ja keine Nahrung so mehr bekam von der Armee. Eben, ja, und vor allem ist es natürlich auch wenn es andere kriminelle Jäger sind, Wegler, es ist dann auch schnell, in so einer ausgeraubten Postkutsche ist dann halt auch schnell Kriegshandlungen in den Krieg in den Schuh zu schieben. So, wir waren das nicht, die war da schon. Mhm. Wir haben nur mal geguckt. Mhm. Und also in Königsberg kommen sie dann eben an und geben dann auch ihre Empfehlungen und alles ab und bekommen dann aber erstmal nur ihre, geben dann aber an, wir haben jetzt ein Problem, wir wollen nach Karlsbad, also nach Böhmen, und wir kommen aber mit unseren Pässen erstmal nur bis Berlin. Und da haben sie ein bisschen Glück, dass dann eben ihre Empfehlungen dafür sorgen, dass sie dann von einem russischen General Pässe bis nach Böhmen, also wahrscheinlich bis spätestens Prag, ausgestellt bekommen. Also war praktisch so eine Art Besatzungsgebiet, wenn der russische General da Pässe ausstellen konnte, dann hatte er ja da gewisse Machtbefugnisse. Ja, also die Preußen hatten nach Napoleons Rückzug relativ schnell den Russen Durchzugsrechte eingeräumt und Preußen hat ja auch selber nicht mehr so furchtbar viel Militär. Insofern ist vorstellbar, dass zumindest eine russische Abordnung in Königsberg unterwegs war und man dann gesagt hat, naja, die Russen sind jetzt mit Truppen unterwegs, dann wenden wir uns an denen. Und dass die Preußen das dann stillschweigend abgelegt haben. Mhm. Weil Preußen und Russland waren ja auch lange. Ja, wenn die Russen eben diese mächtige Armee hatten und die Preußen das erstmal wieder aufbauen mussten, klar, dann hatten die auch die Macht, sowas durchzuziehen. Die Preußen waren ja gerade noch am Aufstocken und hatten auch eine Menge irreguläre Truppen, möchte ich jetzt mal nennen. Und sie reisen dann halt eigentlich erstmal relativ schnell weiter. Aber man merkt dann auch, dass sie durch ein zukünftiges oder mögliches Kriegsgebiet reisen, weil Sie treffen dann erstmal relativ viele Militär auf den Straßen, denen sie noch immer wieder ausweichen müssen. Und sie haben dann auch so ein paar Begegnungen, wo dann Hagen doch schnell ein bisschen Bedenken bekommt oder sehr froh ist, wenn er diese Begegnung hinter sich hat. Sie kommen dann nämlich nach Reichenbach, also das heutige Dzierżoniów in Polen. Da ist halt da werden sie halt abgewiesen. Sie wollen da eigentlich Quartier nehmen oder zumindest die Pferde wechseln. Mhm. Und werden dann von dem dortigen preußischen Kommandeur, der sich da als Kommandant, Stadtkommandant, Festungskommandant, irgendwas aufspielt, eigentlich mehr oder weniger rausgeworfen mit den Worten, was traut ihr euch eigentlich hierher zu kommen? Hier ist preußisch-russisches Hauptquartier. Ja, der hatte wahrscheinlich kein Verständnis dafür, dass da während dieses Krieges, Vorabend der Völkerschlacht, ne, dass da Leute so aus Jux und Dollerei, ne, vom Baltikum nach Karlsbad wollten, um da vielleicht eine Kur zu machen. Ja, da wird ja auch gar keine Kapazitäten für gehabt haben. Der wird gesagt, die Pferde- und Meldereiter oder
Postkutschen brauche ich selber für meine Belange. Und Hagen und Brevern müssen dann aber halt doch länger warten, weil sie eben über ihren Pass Pferde nehmen können und verstecken sich dann so ein bisschen immer vor dem Kommandanten und sind dann ganz froh, als sie dann abends dann endlich weiterkommen können. Hagen beschreibt dann, dass er sehr froh sei, die laute Stimme des Kommandanten nicht mehr zu hören. Naja, Preußen hat ja auch immer so ihren militärischen Ruf. Mhm. Und sie reisen dann weiter und müssen dann aber wieder zum neuen militärischen Stützpunkt, nämlich zur Festung Glatz. Das ist das heutige Glotzko in Polen. Das ist wohl schon eine böhmische Festung, beziehungsweise eine österreichische Festungsstadt in Böhmen. Und da kriegen sie dann vom letzten Posthalter oder von der letzten Poststation den Rat, seht zu, dass ihr wirklich bis 9 Uhr abends da seid, weil dann machen die Tore zu, beziehungsweise ziehen die Zugbrücke hoch und dann müsst ihr im Vorland oder im Vorgebiet der Festungsstadt der Festung übernachten. Und das ist natürlich für Reisende ist das natürlich in so einem Kriegsgebiet hochgradig gefährlich. Ja, wie ich Ihren Ausführungen entnehme, hatte ja Hagen und von Brevern gar keine eigene Kutsche. Das heißt, die haben immer auf die vorhandene Infrastruktur, auf die Postkutschen oder auf diese, ja, wenn man das so will, Verbindungen bei dem Postsystem der damaligen Zeit zurückgegriffen. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wer war der Halter dieser Infrastruktur? Grundsätzlich scheint das in der damaligen Zeit eine gewisse staatliche Oberorganisation gehabt zu haben. Also das Vorbild sind natürlich so die Turn- und Taxis im süddeutschen und vielleicht noch rheinischen Raum. Die haben jetzt natürlich jetzt in diesen böhmischen Gebieten nicht unbedingt eigene Poststationen, sondern das machen dann eben andere. Also das hat eine staatliche Oberorganisation. Die können aber verpachtet werden an Privatpersonen. Also Franchise nehmen, genau. Wird man heute sagen. Genau, das ist ein Franchise. Mhm. Und innerhalb von diesen Organisationen, ob es jetzt staatlich oder privat ist, gibt es dann nochmal diese sogenannten Posthalter, die die Wechselstationen betreiben. Und das sind jetzt im Prinzip Privatpersonen, die Pferde und Kutschen besitzen und die dann eben nach bestimmten vertraglichen Vereinbarungen der Post zur Verfügung stellen und dann eben in ihren Stationen quasi die Dienstherren von den jeweiligen Postreitern oder Postillionen sind. Und diese Poststationen, die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine moderne Autobahnraststätte. Mhm. Da ist dann auch meistens so eine kleine Gaststation drin, vielleicht auch mal eine Übernachtungsmöglichkeit, einfach um von den Reisen auch so ein bisschen auf doppelter Weise zu profitieren. Die müssen da erstmal warten, bis sie neue Pferde haben, dann können sie sich auch hier hinsetzen und was essen, ein Bier trinken. Und sich auch ein bisschen von der Reise erholen. Mhm. Ja, mal gucken. Ja, da. Okay. Gut. Jedenfalls, als sie dann eben in Glatz auch ankommen und auch auf Hagens Antreiben auch wirklich einigermaßen pünktlich, da kommt es dann zu einer Situation, die, ich weiß nicht, ob die typisch ist für ein Kriegsgebiet, aber sie ist zumindest, sie zeigt, wie es durcheinander gehen kann in so einer Situation, nämlich, er kommt dann da an und dann sagt ihm der dortige Postmeister, sie sollten ihre Pässe beim Festungskommandanten zur Revision lassen. Also Revision ist jetzt so eine Art Untersuchung oder Gegenzeichen, wie man das ja auch aus dem Kalten Krieg kennt. Ja, sowas kenne ich ja noch. Ich war 1977 das erste Mal in St. Petersburg, das ist damals noch Leningrad. Und als wir dann da über die finnische Grenze mit dem Auto gefahren waren, da musste ich in der ersten größeren Stadt auch mein Visa und Reisepass vorlegen, da wurde ein Stempel reingemacht und der Polizist bzw. diese Behörden, wie auch immer, sahen jedenfalls militärähnlich aus, die mussten das bestätigen und das scheint ja damals dann auch schon in ähnlicher Weise gewesen zu sein. Ja, das scheint was ganz Ähnliches zu sein. Was dann halt ist, also man merkt dann auch, dass Hagen sich in dieser Situation überhaupt nicht wohlfühlt, weil er fragt dann nochmal, naja, wie sieht das denn jetzt aus? Könnte denn jetzt die Polizei unsere Pässe visitieren? Also visitieren bedeutet ja eigentlich auch nur untersuchen. Ich vermute, dass da irgendwie meint, ob die Echtheit der Pässe angezweifelt werden können oder ob die Pässe eingezogen werden. Mhm. Und da haben wir jetzt neben dem militärischen Festungskommandanten eigentlich eine zweite Ebene, die plötzlich hinzugezogen wird, nämlich die örtliche Polizei. Und da sagt dann der Postmeister, nein, das ist nicht möglich, denn ihr habt einen Kurierpass. Und dieser Kurierpass... Das ist praktisch ein Diplomatenstatus. Ja, oder wenn da also nicht eingezogen werden kann, dann hat man ja schon gewisse... wichtige Funktion. Ja, es scheint so ein niederer Diplomatenstatus zu sein. Und er rät ihnen dann aber, naja, ihr könnt aber auch den Bürgermeister mal fragen, ob er die Pässe in Augenschein nehmen dürfe. Also jetzt noch eine dritte Ebene, die plötzlich
dazwischen geschaltet wird. Und Hagen und Brevan fragen dann aber noch einen noch quasi im Vorzimmer vom Bürgermeister nach, nämlich dessen Sekretär, ist eine vierte Ebene. Und das finde ich, ist schon eine sehr, sehr große Durcheinander, wer da alles sich die Pässe angucken möchte. Ja, das spricht eben für die Situation vor Abend der Völkerschlacht. Die Herrschaftsgebiete wechseln laufend, die Zuständigkeiten wechseln laufend in den Gebieten. Und da fühlt sich jeder irgendwie zuständig, zumindest das Militär, was ja erstmal die Macht hat. Ne? Und dann letztendlich die Zivilregierung, Bürgermeister und Polizei, die spielen auch noch eine Rolle. Ne? Aber das Militär ja wohl die wichtigste. Wohl die wichtigste. Also es scheint grundsätzlich so ein bisschen so ein Macht- und Rechtsvakuum zu sein. Und auch so ist offenbar noch nicht ganz geklärt, wer jetzt zuständig ist. Also Militärs ziehen da natürlich im Kriegs... Zumal ja auch die Verbündeten plötzlich wechseln. Genau. Also die Preußen und die Russen, die kommen ja relativ schnell überein, dass sie sich Napoleon nochmal gegenüberstellen wollen. Und die Österreicher, die stehen erstmal auf Seiten von Napoleon und stehen eigentlich auch sehr, sehr lange auf Napoleons Seite. Und kippen dann erst so nach und nach um und auch so und auch nicht, also nicht von einem Tag auf den anderen, sondern so ein bisschen, immer so ein bisschen so ein Stückchen mehr. Und da kann natürlich sein, dass da bei den offiziellen Stellen überhaupt nicht klar ist, wer jetzt welche Befugnisse hat. War Napoleon nicht mit einer österreichischen Kaiserstochter verheiratet? Ja, der war mit der Tochter vom österreichischen Kaiser verheiratet. Mhm. Und deswegen, also man hat auch noch eine personelle Verbindung oder eine familiäre Bindung zwischen beiden Kaiserhäusern geschaffen. Und das ist natürlich... Das tut dann auch die Sache erschweren. Genau. Und was ich aber sehr, sehr interessant fand, war beim Lesen eben von Hagens Erinnerung, dass eben dieses Misstrauen Reisenden gegenüber offenbar nicht nur von den Behörden kommt, sondern offenbar auch von der Bevölkerung. Denn Hagen sagt dann, als sie dann eben in Böhmen ankommen oder in Karlsbad, sie reisen ja als Zivilisten und sie sind ja auch Zivilisten, sie werden dann für verkleidete russische Soldaten gehalten. Und er sagte dann auch, dass man dann aus dem, die Leute denken immer, er versteht sie nicht, weil sie halten ja für einen Russen. Und er kriegt dann mit, dass die russischen Truppen zumindest doch einigermaßen verhasst sind und man sie gar nicht als potenzielle Befreier oder ähnliches. Naja, wenn die sich selbst da versorgt haben, vielleicht die Speisekammern geplündert. Genau. Ne? Und die Militärs sind ja eigentlich auch nie besonders zimperlich gewesen. Und ich glaube, die russische Armee ist gänzlich unverdächtig, besonders zimperlich zu sein. Und es ist aber auch vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, die Sache, dass Hagen eben als Zivilist reist. Weil er kommt als Zivilist aus einem russischen Herrschaftsraum, wo er wohnt, reist über Preußen ein und hat in Preußen aber wiederum von Russen einen Reisepass ausgestellt. Von Geburt war er Sachse. Und von Geburt ist er Sachse. Das kann schon mal als im Konvolut kann das schon mal ein bisschen merkwürdig erscheinen. Und Hörensagen geht dann ja auch ganz schnell. Gerade und vielleicht hat er auch irgendwo mal Wissen gezeigt, dass er nur zeigen kann als jemand, der eigentlich aus einer russischen Herrschaft kommt. Er hat jedenfalls anfangs fühlen sie sich sehr, sehr unwohl und kommen dann aber irgendwann doch so ein bisschen in Karlsbad zur Ruhe und können dann den eigentlichen Grund ihres Aufenthalts auch recht ungestört vollziehen, sind dann nämlich auch zum längeren Kuraufenthalt sind sie da. Hagen beschreibt selber, dass sie wohl eine wie auch immer geartete Wurmkur betreiben, die sie wohl mit anhand von irgendwelchen... Ja, salzhaltiges Wasser gibt es in Prag, nicht in Prag, in Karlsbad. Ich war selbst mal da und wie ich gelesen habe, ist also, wenn man damals, und das war ja sehr verbreitet, so Parasiten im Darm zu haben, Bandwürmer, ja, und wenn man da eben sehr salzhaltige Nahrung oder überhaupt Heilwässer zu sich nahm, dann konnte man sich, wenn man das längere Zeit betrieb, dieser Parasiten entledigen. Wahrscheinlich war das dann sowas. Wahrscheinlich war das sowas, irgendwie sowas, dass dieses salzhaltige Heilwasser oder so vielleicht irgendwie besonders durchspülend wirkt oder ähnlich. Jedenfalls, sie bleiben dann auch relativ lange da. Er beschreibt bis zum letzten Tag des Waffenstillstandes zwischen den Preußen, Russen und Österreichern auf der einen Seite und den französischen bzw. rheinbunddeutschen Staaten auf der anderen Seite. Kurz darauf hat es ja dann noch die Völkerschlacht gegeben. Ja, die gab es dann im Oktober. Und das war dann im Sommer wahrscheinlich. Das muss im Sommer gewesen sein. Ich vermute,
irgendwo zwischen dem Bereich, zwischen den Frühjahrsfeldzügen der Befreiungskriege, wo es dann natürlich militärisch auch immer mal wechselt. Und infolgedessen ist dann eben auch ein, ich glaube, sechswöchigen Waffenstillstand mal gibt. Und in dem Zeitraum müssen sie sich da bewegt haben. Mhm. Okay, es war ja mal wieder eine interessante Episode, was wir da anhand dieser Unterlage, zeigst du nochmal, ne, die wir dann hier auch mal im Internet als Fotografie der Seiten bereitstellen, gehört haben. Wenn man das zusammenfassen will, man tut sich hier wochenlange Behördengänge an, um sich vielleicht von Parasiten befreien zu lassen. Okay, dann danken wir Ihnen für die Aufmerksamkeit beim Video und bis zur nächsten Absenchronik-Sequenz. Genau. Ne? Tschüss. Okay.